Freunde, die Weihnachtszeit ist die Zeit des Gebens und das wollen auch wir natürlich wortwörtlich nehmen. Und deshalb haben wir uns was Besonderes überlegt. Ihr könnt bei uns eine PlayStation 4 mit einer Kopie FIFA 18, ein nagelneues Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft und eine One Football College Jacke gewinnen. Und teilnehmen? Denkbar einfach. Einfach in die Kommentare unter dieses Video schreiben, Hashtag OneFootball18 und was ihr gerne im nächsten Jahr auf unserem Kanal sehen wollt. Und dann seid ihr dabei und die Gewinner seht ihr am 25.12. in unserem Weihnachtsspecial. Bis dahin, jetzt kommt noch ein Video. Viel Spaß. Freunde, die Bundesliga ist auf dem besten Weg, eine Europacup-Rekordsaison zu spielen. Und zwar im schlechtestmöglichen Sinne. Richtig, Borussia Dortmund war der schlechteste deutsche Champions-League-Teilnehmer aller Zeiten, außerdem der schlechteste Gruppendritte in der Historie der Champions League und in der Euroleague dasselbe in Grün. Oder in diesem Fall Blau-Weiß. Denn Hertha BSC und TSG Hoffenheim sind die schlechtesten deutschen Teilnehmer in der Euroleague-Geschichte. Der 1. FC Köln schied auch sang- und klanglos in der Gruppenphase aus und der SC Freiburg scheiterte in der Qualifikation gegen die Fußballgroßmacht NK Domžale oder so ähnlich. Und als die Bundesliga es schaffte, an einem Spieltag 6 Niederlagen einzufahren, stellte man einen Rekord von 1981 ein. Und außerdem war 2017 das erste Jahr seit 2005, in dem sich kein deutscher Teilnehmer in einem europäischen Halbfinale wiederfand. Die Bundesliga ist also meilenweit davon entfernt, dem eigenen Anspruch, die Liga der Weltmeister, gerecht zu werden. Zeit für uns mal genauer hinzugucken, woran in Gottes Namen liegt es, dass die Bundesliga auf europäischem Parkett so schlecht dasteht. Tja, Freunde, natürlich ist das wieder mal nicht so richtig einfach, doch ich denke, wir schaffen es, das Ganze auf 4 Punkte runterzubrechen. Und eins mal vorneweg, die Bayern sind hier komplett ausgenommen. Die sind der Bundesliga so weit enteilt und liefern ja auch international weiterhin ab. Also, legen wir los. Punkt 1. Geld schießt keine Tore. Bullshit. Natürlich ist Geld nicht der alleinige Faktor, der sportlichen Erfolg ausmacht. Aber wenn ich euch jetzt mal sage, was die 4 Ligen, mit denen die Bundesliga sich vergleichen will, an TV-Geldern einnehmen, dann wird ein Wettbewerbsvorteil deutlich. Und dabei orientieren wir uns an den Zahlen von der Saison 15-16, da es der letzte vollständige Datensatz ist. Seitdem wurde die Bundesliga und La Liga neu verhandelt, doch der Trend ist weiterhin derselbe. In der Kohletabelle rangiert die Bundesliga im internationalen Vergleich auf Rang 5. Dabei liegt man knapp 200 Millionen Euro hinter Frankreich, fast 300 Millionen hinter Spanien, über 400 Millionen hinter der Serie A und wahnsinnige 2 Milliarden Euro hinter der Premier League. Und das hat dann zur Folge, dass selbst der letzte Absteiger der Premier League deutlich mehr TV-Gelder kassiert als der FC Bayern München. Nur mal ein kleines Rechenbeispiel. Der für die Euroleague qualifizierte 1. FC Köln kassiert 48 Millionen Euro. Der ebenfalls qualifizierte FC Arsenal 139. Wettbewerbsvorteil? Vielleicht ein bisschen. Und die Folgen des finanziellen Klassenunterschieds sind natürlich denkbar einfach ersichtlich. Es ist viel schwieriger für Bundesligisten, eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenzustellen. Beispielsweise Hertha, TSG Hoffenheim und der 1. FC Köln. Der Gehälterdurchschnitt in diesem Verein liegt ungefähr bei 1 Million Euro. In La Liga liegt er bei 1,4. Auch wenn natürlich hier jetzt Barca und Real eingerechnet sind. Und gerade deshalb ist die Bundesliga extrem darauf angewiesen, sehr, sehr gutes Scouting zu betreiben und junge Talente in die deutsche Elite-Liga zu locken. Und was passiert, wenn die dann ein, zwei gute Saisons gespielt haben? Richtig, das große Geld winkt und auf Wiedersehen. Ousmane Dembélé, Kevin De Bruyne, Granit Xhaka, Naby Keita, Anthony Modest, Henrik Mkhitaryan, alles Beispiele aus den letzten Jahren. I know! Und wenn man immer wieder Leistungsträger ersetzen muss, ohne konkurrenzfähige Ablösesummen bezahlen zu wollen oder zu können, dann führt das zu sehr unerfahrenen, jungen Mannschaften im europäischen Wettbewerb. Und das war diese Saison sicher ein ausschlaggebender Faktor. Man hat einfach gesehen, dass wir als junge Mannschaft noch einiges dazulernen müssen, räumte beispielsweise RB-Kapitän Willi Orban ein. Und auch die Coaches blasen dasselbe Horn. Wir haben Lehrgeld bezahlt, bekannte Leipzig-Coach Ralf Hasenhüttl. Und der 4. Platz in der Bundesliga kam vielleicht auch ein, zwei Schritte zu früh, sagte sein Kollege Julian Nagelsmann. Okay, das könnte man zumindest als Teilausrede gelten lassen, aber jetzt hat man ja auch nicht nur gegen Teams verloren, die aus der Premier League oder der Serie A oder Spanien sind, richtig? Ganz im Gegenteil. Dortmund schaffte es in 2 Spielen gegen Apoel Nicosia aus Zypern keinen Sieg einzufahren. Die Hertha verlor bei Östersund FK in Schweden und Steaua Luhansk in der Ukraine, Hoffenheim bei Ludogorets Razgrad in Bulgarien und Köln bei Bato Borisov in Weißrussland und Roter Stern Belgrad in Serbien. Also machen wir weiter mit der Suche nach Gründen, denn das sind definitiv Teams, die von Bundesligisten im Europapokal geschlagen werden sollten.
Und ein weiteres sehr, sehr großes Problem war definitiv, dass die Bundesligisten, die dieses Jahr teilgenommen haben, großteils einen anderen Fokus hatten. Denn zum Beispiel für Hoffenheim, Köln und die Hertha liegt der Fokus ganz, ganz klar in der Bundesliga. Kerngeschäft. Und warum das bei Köln so ist, muss ich euch nicht erklären. Und bei Hoffenheim und der Hertha geht es auch darum, sich weiterhin im Mittelfeld, am besten im oberen, festzubeißen. Noch dazu kommt dann der BVB in ungewohnt schlechter Form und RB Leipzig, die erst die zweite Saison in der ersten Bundesliga und das allererste Mal überhaupt im internationalen Geschäft spielen. Sage ich also, dass es die falschen Bundesligisten waren? In meinen Augen ja. Und klar, die Mannschaften, die international dabei waren, hatten es sich verdient über die letzte Saison. Darum geht es überhaupt nicht. Alles, was ich sage, ist, Mannschaften wie Schalke 04, Borussia Mönchengladbach oder Bayern 04 Leverkusen haben ihre Kader über Jahre darauf ausgerichtet, international dabei zu sein und einen tiefen Run im Europapokal zu starten. Und der Grund, warum diese Mannschaften nicht dabei sind, ist das wichtigste Argument. Denn das, was die Bundesliga vermeintlich stark macht, macht sie eigentlich schwach. Die unglaubliche Leistungsdichte hinter Platz 2 und 3. Und es reicht ja auch schon, wenn man sich anguckt, wer in den letzten Jahren für die Bundesliga international am Start war. Frankfurt, Mainz, Freiburg, Köln, das sind alles Mannschaften, die nicht dafür ausgelegt sind, in der 5-Jahres-Wertung großartig für die Bundesliga zu punkten. Und dass sie überhaupt dabei sind, liegt einzig und allein daran, dass hinter Platz 3 in der Bundesliga alles möglich ist. Und auch Mario Gomez formuliert das sehr treffend. 8 Punkte zwischen Europa League und Abstiegsplatz? Das gibt es normalerweise in der 3. oder 4. Liga. Man kann es als Stärke oder Schwäche der Liga auslegen. Ich finde, es ist eine Schwäche. Und Hertha-Manager Michael Preetz ergänzt, das hängt mit der Struktur der Liga zusammen. Das Segment unterhalb der Spitze ist wahnsinnig umkämpft. Ich glaube, das wird in Zukunft auch so bleiben. Für ganz vorne müssen sich alle etwas einfallen lassen. Also wie gesagt, mangelndes Geld, mangelnde Erfahrung, große Leistungsdichte und ein anderer Fokus waren die 4 wichtigsten Punkte für das Versagen der Bundesliga auf internationalem Parkett in dieser Saison. Und in meinen Augen kann es nur besser werden, wenn sich in der Bundesliga wieder feste Größen etablieren. Die Bundesliga braucht einen starken FC Schalke 04, einen weiter wachsenden TSG Hoffenheim und natürlich auch Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach und Bayern 04 Leverkusen, die konstant Erfahrungen in der Euroleague oder der Champions League sammeln. Und nur dann kann man sich wieder Hoffnung auf mehr machen. Das beste Beispiel ist eigentlich der FC Sevilla. Die schaffen es zwar selten in die Champions League, so wie dieses Jahr, doch die haben seit Jahren ein Abo auf die Euroleague. Das sind richtige Profis für diesen Pokal. Gemessen am Geld macht die Bundesliga einen wirklich guten Job. Doch mit den weiteren finanziellen Auswucherungen, die sich in allen europäischen Top-Ligen durchsetzen, wird es in den nächsten Jahren sicherlich nicht einfacher. Und jetzt seid ihr wieder gefragt, waren die letzten 5-6 Minuten kompletter Bullshit oder seht ihr es ungefähr wie ich? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare und bis zum nächsten Video.